So, hallo zusammen. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Wir wollen uns heute die Probeklausur angucken. Und das ist ja ein Zusatztermin, weil der am Freitag ausfallen musste wegen Gremiensitzungen. Es tut mir leid, dass das so spontan war, aber ich bin selber erst an dem Freitag morgens um, ich weiß nicht, um 9 oder irgendwas benachrichtigt worden, dass diese Sitzung stattfindet. Deswegen haben wir jetzt heute den Nachholtermin dafür. Ich wollte noch auf eine andere Geschichte hinweisen. Einige von Ihnen haben ja an der Evaluierung teilgenommen und die Ergebnisse der Evaluierung habe ich online gestellt. Ja, normalerweise würde ich das in dem regulären Termin irgendwann besprechen. Das machen wir jetzt an der Stelle nicht. Das Feedback ist aber auch überwiegend positiv oder sehr positiv. Also schauen Sie einfach rein, wenn Sie mögen. Ich habe das natürlich mir in Ruhe angeguckt. Genau, da wollte ich nur darauf hinweisen. Also wenn Sie das anschauen wollen, da gehen Sie einfach auf die auf meine Kursseite, ja, wo auch die Videos immer verlinkt sind und sonstige Material ist, also unter swf-hgsh.de. Und da finden Sie das dann. Okay, also dann kommen wir zur Probeklausur. Die Aufgaben, die Sie da sehen, einige davon sind durchgestrichen. Das liegt einfach daran, dass ich das alte Probeklausurdokument genommen habe. Und das ist natürlich aus einem Durchgang, wo eine normale Klausur geschrieben wurde. Ja, und ich hatte ja schon erklärt, einige Aufgabentypen ergeben bei einer Online-Klausur, die auch explizit als Open-Book-Klausur angeboten wird, ergeben dann natürlich keinen Sinn. Ja, wenn Sie zum Beispiel ein bestimmtes Kommando erklären sollen und Sie können das einfach in der Shell eintippen, dann ist es Quatsch, sowas abzufragen, ja, weil dann machen Sie das einfach und haben dann die Antwort. Entsprechend habe ich also die Sachen, die, naja, die man trivial am Rechner überprüfen kann, habe ich rausgeworfen. Und ganz am Ende von dem Aufgaben Von der Aufgabensammlung habe ich eine neue Aufgabe ergänzt, die so ein Beispiel sein soll für etwas, was ich mir jetzt als neuen Aufgabentyp irgendwie ausdenke. Gut, dann starten wir mal. Ich spiele mal hier noch ein bisschen mit den Größe rum, damit die Sachen besser erkennbar sind, aber auch noch genug Platz für mich zum drin rummalen ist. Okay, also das Aufgabendokument liegt Ihnen ja vor. Die ersten beiden oder ersten drei Aufgaben waren nicht zu bearbeiten. Es ging dann los hier in Aufgabe 4 mit einer Multiple-Choice-Aufgabe. In dieser Form, also mit einfachem Ankreuzen, werden Sie das in der Klausur nicht bekommen, sondern Sie kriegen das in einer etwas angepassten Version. Und die sieht so aus, dass Sie auch so eine Fragestellung kriegen, wo also verschiedene Aussagen zu sehen sind. Und Sie sollen auch entscheiden, ob die Aussagen richtig sind oder nicht. Aber darüber hinaus gibt es unter jeder Aussage noch ein kleines Freitextfeld, ja, also einfach ein bisschen Platz, wo Sie eine Erklärung angeben sollen. Das heißt, Sie sollen eine kurze Begründung angeben, warum eine Aussage richtig oder nicht richtig ist. Ich mache mal eben hier bei mir noch eine Tür zu. Das macht Lärm von der Straße. So. Okay. War ich. Genau, also, und da gehe ich jetzt auch einfach kurz mal durch die Sachen durch. Also, was haben wir hier? Zum Thema Scheduling sind die Fragen hier alle. Welche der folgenden Aussagen sind korrekt? Schauen wir mal. Kernel-Level-Threads und User-Level-Threads unterscheiden sich dadurch, dass der Scheduler im Betriebssystem die User-Level-Threads nicht kennt. Ja, das ist genauso. Also diese Scheduling-Geschichte bei Kernel-Level und User-Level-Threads ist halt so, wenn Sie Kernel-Level-Threads haben, dann ist das ein Ding, was vom Kernel verwaltet wird. Also der Kernel ist zuständig für das Erzeugen neuer Threads und für das Hin- und Herschalten zwischen den Threads. Und das ist dann eben die Scheduling-Komponente. Wenn Sie User-Level Threads haben, die werden ja aus einer Bibliothek heraus innerhalb eines Prozesses einfach erzeugt und das kriegt der Kernel gar nicht mit. Das heißt, er sieht gar nicht, dass es sowas gibt wie User-Level-Threads und entsprechend kann auch nicht der Scheduler hin und her schalten. Ja, dass sie dann trotzdem natürlich einen Mechanismus haben müssen,
der zwischen den User-Level-Threads hin und her schaltet. Das ist ja klar, sonst ist es keine vernünftige Thread-Implementierung. Das heißt, so eine Art Scheduling findet trotzdem statt, aber das macht eben nicht der Betriebssystem-Scheduler, sondern das macht irgendwas Cleveres in ihrer User-Level-Thread-Bibliothek. Und das war jetzt natürlich ein bisschen sehr lang. Was wäre jetzt die Erklärung, die man an der Stelle geben würde, wenn man nur eine Zeile Text hat, wo man was reinschreiben kann? User-Level-Threads werden nicht vom Kernel verwaltet. Ja, werden nicht vom Kernel, sondern von einer Bibliothek verwaltet. Das wäre eine super Erklärung in Kurzform. Das nächste, Prioritätsinversion bedeutet, dass ein mangelhaft arbeitender Scheduler Prozesse mit niedriger Priorität gegenüber solchen mit hoher Priorität bevorzugt. Das ist Quatsch. Ja, Prioritätsinversion war eine ganz konkrete Geschichte, wo sie es mit Prioritäten zu tun haben, aber auch mit Ressourcen. Ja, also und sie haben einen Prozess, der niedrige Priorität hat und der hält eine Ressource. Und sie haben einen anderen Prozess, der eine höhere Priorität hat, der wartet auf diese Ressource. Und dazwischen gibt es noch irgendwelche anderen Prozesse, ja, mit so mittlerer Priorität. Und der Prozess mit der hohen Priorität kommt jetzt niemals dran, weil er die Ressource nicht kriegt. Denn dafür müsste der Prozess mit der ganz niedrigen Priorität mal ausgewählt werden. Und das passiert nie, weil es halt die dazwischen gibt. Das ist jetzt auch wieder zu lang, um das in so eine Erklärungszeile reinzuschreiben. Das heißt, an der Stelle würden Sie sagen, es ist falsch und zum Beispiel dahinter schreiben, Prioritätsinversion gibt etwas ganz anderes oder beschreibt ein ganz anderes Problem. Dann, Lotterie-Scheduler entscheiden durch Ziehen eines Loses, welcher Prozess als nächster laufen darf. Das ist richtig. Und der Satz beschreibt relativ genau, was der Lotterie-Scheduler macht. Ja, und bei den Aussagen, die richtig sind, ist es manchmal ein bisschen schwer, sich irgendwie eine vernünftige Begründung auszudenken, die man da hinschreiben kann. Schreiben Sie bitte im Zweifelsfall nicht einfach so einen Satz wie, ist halt so, dahin, das ist nicht gut genug. Ne? Also man muss sich irgendwas Cleveres überlegen. Hier könnte man zum Beispiel einfach ergänzen, dass man eine weitere Eigenschaft dieses Verfahrens hinzugibt, ja, wo man sagt, die Lose, also zum Beispiel als Erklärung, die Lose wurden vorher an die Prozesse verteilt. Ja. Das wäre eine mögliche Ergänzung, die erklärt, warum das Ganze richtig ist. Dann Aging bedeutet, dass ein bereiter Prozess dauerhaft vom Scheduler nicht ausgewählt wird, wodurch er ständig altert. Das ist falsch. Ja, es gibt einen Zusammenhang dazwischen. Also man muss bei diesen Aussagen manchmal ein bisschen aufpassen, also die sorgfältig lesen. Es hat was damit zu tun, dass ein Prozess dauerhaft nicht ausgewählt wird. Ja, das ist ein Problem, was auftreten kann, wenn Sie mit Prioritäten arbeiten. Und halt Prozesse mit niedriger Priorität einfach nie ausgewählt werden, weil es immer welche gibt, die wichtiger sind. Und das wäre ein prinzipielles Problem, wenn das System so arbeitet, dann haben Sie halt Prozesse, die nie laufen. Das ist in der Regel nicht das, was man will. Auch wenn man einem Prozess eine niedrige Priorität gibt, will man trotzdem, dass das Zeug irgendwann mal ausgeführt wird. Aging ist die Lösung für dieses Problem. Ja, das heißt, die Antwort, die man da geben könnte, wäre nein. Aging löst das beschriebene Problem, weil nämlich während der Prozess nie ausgewählt wird, wir ihn altern lassen, also mitzählen, wie lange er schon darauf wartet, dass er ausgewählt wird, und das berücksichtigen bei der Berechnung der Priorität. Ja, und dann ist er irgendwann wichtig genug, wenn er lang genug gewartet hat. Nächster Punkt, der Begriff Burst bezeichnet eine CPU- oder I/O-Phase und so weiter. Ja, und das ist richtig. Ja, also es gibt die CPU-Bursts und die I/O-Bursts. Und wenn Sie sich nicht festlegen wollen, was für ein Burst Sie gerade beschreiben, dann ist allgemein das halt ein Burst. Nächster Punkt. Der Scheduler legt fest, wann die I/O-Blockade eines Prozesses aufgehoben wird. Das ist wieder so eine Sache, wo man, wenn man nur sehr oberflächlich da drauf guckt, auf die Abläufe so ein bisschen durcheinander
kommen kann. Da müssen Sie genau überlegen und schauen, ja, was passiert denn, wenn die IO-Blockade aufgehoben wird. Das Ganze findet ja dadurch statt. Ja, also nehmen Sie als Beispiel für I.O. immer einen Dateizugriff. Ja, irgendwas lesen aus einer Datei, das wird letzten Endes dazu, dass Sie aus einem, dass Sie irgendwie einen Datenblock von der Platte in den Speicher einlesen wollen. Und es dauert halt relativ lange. Und der Ablauf ist eben, Sie initiieren diesen Lesevorgang, ja, indem der Controller, der Plattencontroller entsprechende Befehle kriegt. Und wenn Sie das gemacht haben und der Controller anfängt mit dem Datentransfer, ja, Vorbereitung und Übertragen der Daten, dann wird der Prozess ja blockiert, weil man weiß, es dauert jetzt ewig, bis die Sachen fertig sind. Und wenn dann der I/O-Transfer abgeschlossen ist, dann wird ja ein Interrupt ausgelöst von dem Plattencontroller. Und der Interrupt führt dazu, dass ein Interrupt-Händler ausgeführt wird. Und in dem Interrupt-Händler, entweder in dem Ding selber oder wenn Sie diese zweistufige Geschichte machen, ja, mit Top-Half und Bottom-Half, dann in der Bottom-Half wird irgendwo der Prozess identifiziert, der durch diesen Interrupt wieder in Bereitschaft versetzt werden kann. Ja, und dann passiert das. Das heißt, es ist nicht der Scheduler. Denn der Scheduler ist nur für die bereiten Prozesse zuständig. Ja, in dem Moment, wo das Ganze passiert ist, wo der Prozess wieder auf bereit gewechselt hat, also den Zustand wieder auf bereit gewechselt hat, dann wird er vom Scheduler wieder verwaltet. Ja, dann wird er in die Warteschlange eingehängt und irgendwann kommt er dann wieder dran. Aber den eigentlichen Zustandswechsel von blockiert nach bereit, den macht nicht der Scheduler. Ja, der Scheduler ist immer nur zuständig für den Wechsel zwischen bereit und laufend. Und es ist immer gut, wenn Sie sich an dieses Zustandsübergangsdiagramm erinnern. Das ist wirklich eine der zentralen Geschichten. Ja, also es gibt hier bereit, laufend. Laufend ist der Idealzustand und blockiert. Ja. Und dieser Wechsel zwischen bereit und laufend, ja, das ist das, was der Scheduler macht. Ja, der rotiert die Dinger halt durch, wenn Sie so ein Warteschlangeverfahren zum Beispiel haben. Und hier unten der Zustand blockiert, der dann mit den anderen beiden ein Dreieck bildet, der wird nicht in beide Richtungen durchlaufen, sondern das sieht immer so aus. Der laufende Prozess initiiert eine I/O-Operation. Dadurch wechselt er in den Zustand blockiert. Und der kann von da aus nicht zurück in den Zustand laufend. Ja, und es wird dann aus dem Zustand blockiert heraus ein Wechsel irgendwann nach bereit geben. Ja, und das hier beschreibe ich mal als I/O-Start. Ja, und das hier ist I/O-Ende. Ja, und da schreibe ich noch dabei, das ist der Interrupt-Händler. Ja. Auch das ist jetzt natürlich wieder eine viel zu lange Erklärung gewesen, aber Sie sehen schon, ich nutze das so ein bisschen, um ein paar Dinge nochmal zu wiederholen. Gut, dann haben wir hier den letzten, letzte Teilaufgabe SJF, also Shortest Job First, ist eine präemptive Variante von Shortest Remaining Time. Das ist falsch, ja, ist genau andersrum. Shortest Remaining Time ist die Variante, die präemptiv ist und Shortest Job First nicht. Ne? Und präemptiv müssen Sie als Vokabular einfach kennen. Präemptiv heißt unterbrechend. Ne? Die anderen, die nicht unterbrechenden, heißen auch kooperativ. Und wenn Sie sich das nicht merken können, was was ist, dann können Sie über einen Stringvergleich gehen und feststellen, SJF ist kleiner als SRT. Ja, das war da die Eselsbrücke, um sich das zu merken. Okay, Sie kennen ja meinen Hinweis, ne? Nutzen Sie die Gelegenheit, während wir hier zusammen sind, wenn ich irgendwas mache und Sie haben Fragen dazu, dass Sie die Fragen direkt stellen. Wenn Sie nicht auf der Audiospur landen wollen, schreiben Sie in das Chatfenster. Ich gucke da die ganze Zeit drauf und habe das im Blick. Okay. Dann haben wir hier die Geschichte mit dem kleinen Beispielprogramm. Ja,
Das werde ich jetzt relativ schnell bearbeiten. Sie sehen, dass ich hier auch die Standardaufgabenstellung, wie sie in der alten Probeklausur war, ein bisschen angepasst habe. Es geht darum, dass Sie in diesem Programm im Wesentlichen die Mechanismen von Fork und von Exec und von Exit vielleicht auch verstanden haben sollen. Und das können Sie demonstrieren, indem Sie einen korrekten Prozessbaum aufmalen, also zeigen, wie im Verlaufe der Programmausführung weitere Prozesse gestartet werden und eventuell wieder verschwinden. Und mit verschwinden meine ich an der Stelle nicht, dass die Prozesse komplett weg sind. Ja, das wären sie, wenn sie mit Exit beendet werden, sondern sie sind aus meiner Perspektive auch dann weg, wenn mit Exec, also Execute, ein anderes Programm nachgeladen wurde, denn dann wird dieses Programm hier nicht mehr ausgeführt. Ja. Und naja, die Darstellung ist eben die einer Baumstruktur und das kann man immer am besten so machen, dass man entweder von links nach rechts oder von oben nach unten versucht, einen Baum zu malen. Ich mache es meistens von links nach rechts. Und ich habe hier eine Linie und die Linie kennzeichnet den Verlauf des Programms. So, und jetzt kommen wir an die erste Stelle. Pit 1 ist gleich Fork. Und das notiere ich dann immer so, dass ich hier reinschreibe Pit 1. Ja, und dann gibt es an der Stelle eine Verzweigung. Und die Verzweigung mit der Unterscheidung basiert jetzt darauf, was der Rückgabewert von Fork war, also was Pit 1 für einen Wert hat. Und Sie wissen ja, Vater- und Sohn-Prozess oder Vater- und Kind-Prozess können unterschieden werden daran, dass der Rückgabewert 0 oder nicht 0 ist. Es wäre generell gut, wenn Sie wissen, was ist. Ja? Also da, wo Sie eine 0 zurückkriegen, da sind Sie im Kind-Prozess und da, wo Sie einen Wert ungleich 0 zurückkriegen, da sind sie im Vaterprozess und dieser Wert ungleich 0 ist gerade die Prozess-ID von dem frisch erzeugten Kind. Ja, das ist das Schema. Aber um hier diese Art von Aufgabe zu bearbeiten, müssen Sie das nicht wissen, ja, weil das keine Rolle spielt, ja, sondern Sie machen einfach hier die Unterscheidung und schreiben dann zum Beispiel 0 und ungleich 0, ja, an diese beiden Pfade dran. Welcher Wert ungleich 0 das ist, kann man natürlich nicht wissen. Das ist irgendeine Prozess-ID. Und dann wird hier was ausgegeben. Das heißt, in beiden Prozessen ohne eine Fallunterscheidung wird die 1 ausgegeben. So, und dann geht es weiter. Jetzt kommt direkt der nächste Fork. P2 ist gleich Fork. Das heißt, da machen Sie dasselbe und schreiben hier P2 und machen wieder so eine Fallunterscheidung und hier unten passiert das auch. So. Dann wird wieder ohne Fallunterscheidung die 2 ausgegeben. Also kann man die hier hinschreiben. Und ich mache das immer so, dass die gleichen Zahlen übereinander stehen. Ja, dann ist es leichter am Ende durchzuzählen und zu sagen, wie oft ist was rausgekommen. Genau, jetzt kommt endlich eine Fallunterscheidung, damit nicht alle Zweige immer gleich aussehen. Und da muss man gucken, in welchem Zweig man ist. Pit 1 gleich 0 und Pit 2 gleich 0. Das ist also einmal hier oben die obere, also hier links die obere Alternative und dann an der zweiten Stelle auch die obere Alternative. Das heißt, das ist nur dieser Zweig hier, ja, der Zweig ganz oben. Und da wird dann erstmal 3 ausgegeben. Ja, und das kopiere ich jetzt nicht nach unten, weil in den anderen Zweigen findet das nicht statt. Und dann wird mit Exec ein anderes Programm gestartet. Und dieses Starten eines anderen Programms, das bedeutet nicht, dass jetzt nochmal ein weiterer Prozess gestartet wird, sondern es wird der laufende Prozess aktualisiert. Und der Code, der da drin ist, also unser Programm, wird ersetzt durch was auch immer Sie da nachladen. Also in dem Fall ein Emacs-Editor. Ja, das heißt, an der Stelle ist Feierabend, da geht es nicht weiter. Ja, da ist Schluss. Und das heißt insbesondere, dieser Fork-Aufruf, der hier noch im Programmcode drin steht, der wird nicht ausgeführt. Und auch die Ausgabe von 4 wird nicht ausgeführt. Ja, es gibt, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, rein theoretisch eine Situation, wo das alles doch ausgeführt wird, nämlich wenn der Exec-Aufruf fehlschlägt. Ja,
Aber wenn Sie so ein Programm sehen, dann sollen Sie davon ausgehen, dass das funktioniert, das Exec, und nicht, dass es fehlschlägt. Dann geht es weiter. Die anderen drei Fälle, ja, das sind alle die, wo die Bedingungen nicht erfüllt sind. Also ja, das ist hier dieses alternative Printf-Statement. Da wird 5 ausgegeben. Das kann man jetzt so dahin malen. Und dann ist die Fallunterscheidung hier zu Ende. Hier unten ist jetzt nochmal außerhalb aller Fallunterscheidungen ein Printf, wo die 6 ausgegeben wird. Es ist relativ klar, dass also hier hinter den 5 jetzt noch eine 6 kommt. Und Sie könnten dann in der Schlussphase nochmal einen letzten Moment der Verwirrung haben und sagen, naja, es ist außerhalb der Fallunterscheidung, also ist auch der oberste Zweig mit dabei. Ja? Und dann auf die Idee kommen, hier noch eine 6 hinzumalen. Das geht aber nicht, weil Sie diese Stelle in dem oberen Zweig nicht erreichen, ne? Weil Sie halt vorher schon mit Exec das beendet haben. Das ist der gleiche Grund, aus dem auch die 4 nicht ausgegeben wird. Ja, und jetzt könnte man durchzählen, ja, zweimal die 1 und das da unten noch eintragen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie in so einer Aufgabe, wenn ich sie in der Form habe, ob ich sie dann durchzählen lasse, weil wenn Sie den Baum ordentlich hingemalt haben, ist das ja klar. Okay, dann sind wir bei Aufgabe 6 zu Scheduling-Verfahren. Und das kennen Sie auch schon aus den Lernkontrollaufgaben beziehungsweise aus den sonstigen Übungsaufgaben, die wir gemacht haben. Und das sieht in der Regel so aus, dass Sie ein super einfaches Scheduling-Verfahren, hier Shortest Job First, und einmal Round Robin kriegen. Round Robin ist das, wo man ein bisschen aufpassen muss. Und naja, für Shortest Job First, ja, also das ist jetzt, da muss man dann sich noch erinnern, war es jetzt Shortest Job First oder Shortest Remaining Time, also ist es das, was mit Unterbrechungen arbeitet oder das andere. Hier in dem Fall sind wir ohne Unterbrechung, weil es eben Shortest Job First ist. Und ich gehe mal ein bisschen näher ran. So. Und das ist einfach, ja, die Prozesse sind ja hier sortiert nach Ankunftszeit. Und Sie gucken einfach zu jedem Zeitpunkt, wo Sie eine Scheduling-Entscheidung treffen, welche Prozesse gibt es und welcher davon ist der kürzeste. Ja. Zum Zeitpunkt 0 gibt es nur den Prozess P. Also darf der loslaufen und der läuft halt 10 Zeiteinheiten lang. Ja, und dann ist er hier fertig. Hier sind mir in dem Blatt sind mir die Zahlen verrutscht. Die 10 muss hier stehen und die 20 da. Ja, so soll das aussehen. Dann sind wir beim Zeitpunkt 10 und wir gucken wieder, welche Prozesse gibt es. Es gibt Q, R und S. Weil die sind zu den Zeitpunkten 4, 5 und 6 angekommen. Welcher von denen ist der kürzeste? Der kürzeste ist S mit einer Laufzeit von 1. Also lassen wir den laufen. Dann Zeitpunkt 11. Hat sich nicht viel geändert. T ist noch nicht da, weil T kommt erst zum Zeitpunkt 12. Also müssen wir nur Q und R betrachten. Von denen ist R der kürzere. Also läuft er und er läuft 7 Zeiteinheiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Dann sind wir beim Zeitpunkt 18. Mittlerweile ist auch T eingetroffen. Es ist außerdem noch Q über. Von Q und T ist T der kürzere mit einer Laufzeit von 2. Also kommen hier die beiden Ts. Und dann kommen am Ende noch die 8 Qs. So. Und ja, also das ist der einfache Fall. Wenn das jetzt Shortest Remaining Time gewesen wäre, wäre es ein bisschen aufwendiger gewesen, weil dann wären Unterbrechungen möglich gewesen und dann hätte man zum Beispiel zum Zeitpunkt 6, hätte man das P unterbrochen, weil zum Zeitpunkt 6 der Prozess S hinzukommt, der nur eine Laufzeit von 1 hat und zu demselben Zeitpunkt wäre P aktiv noch und hätte noch eine Restlaufzeit von 4, die also länger wäre und deswegen wäre dann P unterbrochen worden und dann wäre hier an der Stelle S kurz gelaufen und dann wäre P weitergelaufen.
So, und jetzt kommt das Interessante, nämlich Round Robin. Ich weiß jetzt nicht, ob das die gleiche Aufgabe ist, die auch in den im Lehrbrief drin war. Ich gehe trotzdem noch mal kurz da durch, weil es gut ist, über diese Notationen noch mal nachzudenken. Und das sieht so aus, dass wir bei Round Robin uns praktisch aufschreiben, bei jedem Zeitpunkt, wo sich irgendwas tut, wie sich die Dinge verändern. Ich kann jetzt nicht gleichzeitig die Aufgabenstellung, oder doch, ich versuche es mal, zumindest für den Anfang. Also jetzt sieht man noch die Ankunftszeiten und wie es hier losgeht. Ja, also zum Zeitpunkt 0, ja, gibt es nur den Prozess P. Es gibt also in dem Sinne keine Warteschlange oder eine Bereitliste oder irgendwas. Das heißt, der muss ausgewählt werden. Ja, das ist der Prozess, der vom Scheduler gewählt wird und läuft ab Zeitpunkt 0. Und die Warteschlange ist leer. Ja, das sagen diese doppelten eckigen Klammern. Und wir notieren jetzt hier unten jedes Mal, wenn sich entweder was an der Warteschlange ändert, weil nämlich ein neuer Prozess hinzugekommen ist, oder wenn ein Quantum abgelaufen ist und wir deswegen tätig werden müssen. Ne? Der Scheduler den laufenden Prozess unterbrechen muss, weil eben das Quantum abgelaufen ist. Manchmal passiert beides gleichzeitig. Ne? Also der erste Zeitpunkt, wo da was passiert, ist der Zeitpunkt 4, denn da kommt das Q hinzu. Und zu diesem Zeitpunkt stellen wir fest, das Quantum ist noch nicht abgelaufen, das heißt, P darf weiterlaufen und es kommt eben Q zusätzlich in die Warteschlange. Wir können auch oben schon mal die ersten Informationen eintragen, also die ersten 4 Ps, auch zum Zeitpunkt 4 läuft P noch. Ja, dann ist das nächste der Zeitpunkt 5. Da ist immer noch nicht das Quantum abgelaufen, weil das Quantum ist ja 6, das heißt, einmal darf P noch laufen. Aber es kommt R hinzu. Ja. Also nehmen wir R in die Warteschlange auf. Und das ist der wichtige Punkt, dass wir immer den genauen Aufbau der Warteschlange kennen, also in welcher Reihenfolge die Sachen da drin sind. So, dann kommt der Zeitpunkt, ich mache mal daneben weiter, damit ich hier nicht unten aus dem Kamerabild rauslaufe. Jetzt kommt der Zeitpunkt 6. Ja. Und beim Zeitpunkt 6 passieren zwei Sachen. Zum einen, es kommt das S neu hinzu. Ja? Und die andere Geschichte ist, das Quantum ist abgelaufen. Und rein theoretisch wären da verschiedene Möglichkeiten denkbar, wie man das handelt. Hier ist beschrieben in der Aufgabenstellung, wie es funktioniert. Neue Jobs werden im Moment ihrer Ankunft hinten an die aktuelle Warteschlange angehängt. Und zwar noch bevor gegebenenfalls ein aktuell laufender Prozess unterbrochen wird. Und das ist der entscheidende Hinweis. Das heißt, die erste Geschichte, die wir machen, ist, dass wir P noch als aktiven Prozess betrachten und einfach die Warteschlange aktualisieren, also das S hinten in die Warteschlange hängen. Und jetzt stellen wir aber fest, dass das Quantum abgelaufen ist. Das ist die zweite Veränderung. Und wählen deswegen den ersten Prozess aus der Warteschlange aus. Der erste Prozess ist Q. Deswegen wird Q ausgewählt und ist der Prozess, der dann läuft. Und die Warteschlange wird aktualisiert. Es sind natürlich R und S in der Warteschlange und außerdem P, ja, weil wir das jetzt hinten anhängen. Und wenn diese Beschreibung hier in der Aufgabenstellung über diesen Ablauf, wenn die andersrum wäre, dann würde hier jetzt nicht SP stehen, sondern PS. Ja. Und das macht natürlich einen Unterschied, wenn irgendwann die sich nach vorne gearbeitet haben in der Warteschlange, was den Ablauf angeht. Das heißt, zum Zeitpunkt 6 startet Q. Ja, also können wir hier noch ein P reinschreiben und dann sieht man, es ist ein volles Quantum P gelaufen und jetzt legt Q los. Und da wir wissen, Q wird nicht unterbrochen werden, bevor es ein Quantum verbraucht hat und es wird auch das Quantum brauchen, weil es 8 Zeiteinheiten rechnet, kann man also schon mal 6 Qs hier hinschreiben. 3, 4,
5, 6 und es ist auch klar, dass es danach einen Wechsel geben wird. Wir führen aber das Verfahren hier weiter. Nächste Änderung ist zum Zeitpunkt 12. Ja, und da haben wir wieder das gleiche Spiel, dass zum selben Zeitpunkt ein Quantum abgelaufen ist und ein neuer Prozess hinzukommt. Wir machen erst den neuen Prozess Q, R, S, P. So sieht das Ganze bisher aus. Der neue Prozess T kommt hinzu. Und dann, weil das Quantum abgelaufen ist, treffen wir eine Auswahlentscheidung. Das R wird ausgewählt, die Warteschlange aktualisiert, S, P, T, Q. Ja, das heißt, ab dem Zeitpunkt 12 läuft der Prozess R. Und ab da wird es dann alles ein bisschen einfacher, weil jetzt keine neuen Prozesse mehr ins Spiel kommen und wir müssen nur noch praktisch den Rest hier abarbeiten. Einzige Komplikation an der Stelle, die noch bleibt, ist, dass Sie mitzählen müssen, wie viele Resteinheiten die Prozesse noch haben. Ja, das R hat ja eine Laufzeit von 7. Das heißt, das braucht auf jeden Fall ein ganzes Quantum. 2, 3, 4, 5, 6. Und das heißt, hier wird dann wieder gewechselt. Das ist der Zeitpunkt 18. Ja, wir nehmen den ersten Prozess aus der Warteschlange und wählen den aus, S, und die Warteschlange ist dann P, T, Q und R wird hinten angehängt. Ja, das heißt, jetzt läuft S. Ja, und S braucht natürlich nur eine Zeiteinheit. So ist das ja hier definiert. Das heißt, da ist auch direkt wieder Schluss. Zum Zeitpunkt 19 müssen wir einen neuen Prozess auswählen und das ist dann der Prozess P. Ja, P, Warteschlange, T, Q, R. An der Stelle aufpassen, das S nicht wieder hinten dranhängen, weil das S ist weg. Ja. Dann T hat eine Laufzeit von 2. Ja, das, Moment, sind wir jetzt, P, wir sind bei P, sorry. Also P läuft. P hat ja schon 6 Zeiteinheiten gehabt. Es braucht insgesamt 10, also bleiben noch 4. 1, 2, 3, 4. So. Und das heißt, das ist jetzt der Zeitpunkt 23. Da ist das P fertig. Wir wählen T aus der Warteschlange aus. Q, R, ja, wird die Warteschlange kürzer. Das T läuft 2 Zeiteinheiten. Also haben wir hier zum Zeitpunkt 23 und 24 läuft das T, ist dann auch fertig. Ja, dann sind wir beim Zeitpunkt 25, wählen das Q aus. Es bleibt noch R in der Warteschlange. Q hatte eine Gesamtlaufzeit von 8, 6 hat er schon. Es kommen also noch 2. Und dann sind wir beim Zeitpunkt 27 und wählen das R aus. Die Warteschlange ist dann leer. Und R hat insgesamt 7 Zeiteinheiten gehabt, 6 hat er schon, das heißt, eine ist noch über. Ja, und wenn Sie wollen, könnten Sie jetzt noch hinschreiben, zum Zeitpunkt 28 gibt es nichts. Ja. Die Warteschlange ist leer und es kann kein Prozess ausgewählt werden, aber die Tabelle ist an der Stelle schon voll. Ja, also das ist da dieses Verfahren. Und ich hatte das schon mal gesagt, man kann das natürlich alles im Kopf machen. Ja? Also wenn Sie irgendwie feststellen, dass Sie beruflich gerne als Scheduler arbeiten wollen und irgendwie ein Händchen dafür haben, dann machen Sie es vielleicht im Kopf. Ich habe für mich festgestellt, dass ich das nicht kann, wenn ich nicht diese Zusatznotation oder irgendwas Vergleichbares benutze, sondern das komplett im Kopf mache, dann geht es in der Regel schief. Ja, dann kriege ich irgendwo einen Dreher in der Reihenfolge, in der Warteschlange. Und es geht dann zwar auch hinten auf. Ja, also wenn Sie es ganz falsch rechnen im Kopf, dann haben Sie nachher zu wenig oder zu viel Einträge in der Tabelle. Das ist gut, weil dann sieht man, dass es nicht geklappt hat. Wenn ich die Sachen im Kopf mache, dann geht es am Ende schön glatt auf. Also ja, es ist alles abgearbeitet. Aber irgendwo ist eine Vertauschung drin. Ja? Irgendwo ist was falsch. Deswegen die Empfehlung, nehmen Sie diese
diese Notation. Okay, hier war noch eine Aufgabe, Aufgabe B. Round Robin ist unfair gegenüber IO-lastigen Prozessen. Erklären Sie das Virtual Round Robin Verfahren, was das behebt. Die Geschichte war da eben, wenn Sie IO-lastige Prozesse haben, die rechnen ja immer nur ganz kurz und machen dann schon wieder die nächste IO-Operation. Und das ist halt insofern blöd, weil die ihr Quantum gar nicht aufbrauchen. Also sie nehmen nur einen kleinen Bruchteil von ihrem Quantum. Und wenn sie dann irgendwann wieder bereit werden, dann werden sie aber ganz normal hinten in der Warteschlange angehängt und müssen sich wieder ganz nach vorne arbeiten. Und vor denen laufen dann die CPU-lastigen Prozesse. Ja? Und die brauchen ja ihr Quantum immer komplett auf, weil die ja fast nur rechnen. Und deswegen dauert es ewig, bis die wieder vorne ankommen. Also nicht nur sind die ja eh schon langsam, weil sie halt I.O. machen, I.O. ist langsam, sondern sie müssen auch noch auf die ganzen Rechenprozesse warten. Und VRR oder Virtual Round Robin löst das Ganze, indem eine priorisierte Zusatzwarteschlange eingeführt wird. Und diese Zusatzwarteschlange, da kommen die bereiten I.O.-lastigen Prozesse rein, die letztes Mal ihr Quantum nicht ganz aufgebraucht haben. Und dann dürfen die, wenn sie priorisiert ausgewählt werden vom Scheduler, dürfen die ihr Restquantum, also nicht ein komplettes frisches Quantum, sondern nur ihr Restquantum, das dürfen sie aufbrauchen. Und dadurch ist das Ganze dann fair. Das schreibe ich jetzt hier nicht hin, weil das waren ein paar Sätze, das schreibe ich jetzt nicht komplett auf. Dann sind wir bei Aufgabe 7, Interrupts und System Calls. Warum ist es besser, Gerätetreiber mit Interrupts statt über Polling zu implementieren? Ja, wir haben hier diese Unterscheidung zwischen aktivem und passivem Warten. Ja, also aktives, passives Warten. Und Polling macht aktives Warten. Ja, das heißt, man dreht sich in der Schleife und fragt immer wieder den Zustand ab. Wie sieht es aus? Ist es schon fertig? Und das ist eigentlich fast immer schlechter als passives Warten, weil beim passiven Warten sagen sie einfach, ich lege mich schlafen, ja, ich blockiere als Prozess, weil klar ist, dass das jetzt eine Weile dauern wird. Und dann warten sie darauf, dass eben irgendwann ein Interrupt passiert. Und erst wenn der Interrupt da ist, dann wird der Prozess, der da wartet, überhaupt wieder in den Zustand bereit versetzt. Und dadurch wird mit dem Warten keine Rechenzeit verschwendet. Aktives Warten verschwendet immer Rechenzeit, passives Warten nicht. Gut, dann kommt in Aufgabe B wieder so ein Multiple-Choice-Ding. Und auch da ist es wieder so, achten Sie bei solchen Sätzen genau auf die Formulierungen. Ja, das sind also, diese Fragestellungen haben nicht den Sinn, sie reinzulegen, indem also irgendwie Sachen extra komisch oder so formuliert sind. Aber es geht schon darum, dass Sie aufmerksam die Formulierungen lesen und überlegen, ob das, was da steht, wirklich alles richtig ist. Weil oft stecken in solchen Aussagen auch wahre Elemente drin, aber die Gesamtaussage ist eben falsch. Ja, also gucken wir das mal an hier an dem Beispiel. Linux-Prozesse führen System Calls durch, indem sie die System Call Nummer sowie eventuelle Argumente auf den Stack schreiben und dann einen Software Interrupt in 0x80 auslösen. Da ist einiges Richtiges drin, aber auch was Falsches. Ja, also einmal, es gibt eine System Call Nummer und es gibt auch Argumente und es wird auch ein Software Interrupt ausgelöst mit int 0x80 zum Beispiel. Ja, aber das Zeug wird nicht auf den Stack geschrieben, sondern bei Linux läuft es so, dass das in Register geschrieben wird. Ja, und das heißt, dieser Teil ist falsch und deswegen ist die Aussage insgesamt falsch. Ja. Das Zweite, Linux unterteilt Interrupt-Händler in eine Top-Half und eine Bottom-Half. Das ist erstmal richtig. Die Top-Half ist der eigentliche Interrupt-Händler und er erzeugt die Bottom-Half. Das ist auch richtig. Aber jetzt kommt's. Letztere, also die Bottom Half, ist einfach ein neuer Prozess, der die verbleibenden Arbeiten erledigt. Und das ist falsch. Ja, die Bottom Half ist immer noch
logisch Teil von dem Interrupt-Händler, hat also läuft im Kernel-Mode. Ja? Das hat, hat alle Rechte, die notwendig sind, um halt Systemverwaltungssachen zu machen. Und es ist kein Prozess, wird nicht vom Scheduler ausgewählt, sondern ist viel wichtiger als Prozesse. Ja? Das heißt, an dieser Stelle ist das nicht richtig. Ja? Deswegen auch hier kein Häkchen, kein zustimmendes Häkchen. Dritte Aussage, damit ein Betriebssystem einen präemptiven, also unterbrechenden Scheduler haben kann, muss der Prozessor Interrupts unterstützen, da ist ein T zu viel, und der Rechner einen Timer-Baustein besitzen. Ja? Und das ist richtig. Ja, der Timer-Baustein sorgt dafür, dass regelmäßig ein Timer-Interrupt ausgelöst wird. Dann gehen Sie in den Timer-Interrupt-Händler rein und der kann dann, wenn er sieht, es ist genug Zeit vergangen, den Scheduler aktivieren, der dann in der Lage ist, den laufenden Prozess auszuwechseln gegen irgendwas anderes. Ja? Wenn Sie das nicht haben, wenn es keine Möglichkeit gibt, irgendwie von außen zu unterbrechen, dann laufen Prozesse so lange, wie sie wollen. Ja? Dann können sie also nur kooperatives Scheduling machen. Ja, und die letzte Aussage, die ist wieder falsch. Wenn es mehrere CPU-lastige und mehrere IO-lastige Prozesse gibt, ist es eine gute Strategie, erst alle CPU-lastigen und dann alle IO-lastigen Prozesse zu verarbeiten. Oder andersherum, jedenfalls getrennt. Ja? Ist komplett die schlechteste Geschichte. In der Phase, wo die CPU-lastigen nur laufen, konkurrieren die alle um den Prozessor. Ja, das heißt, es kann immer nur einer von denen gleichzeitig laufen. Und danach kommt, oder davor, kommt dann die Phase, wo die ganzen IO-lastigen laufen. Und dann werden Sie feststellen, in der Phase läuft gar nichts. Ja, weil nämlich die IO-lastigen alle eine IO-Anfrage formulieren und sich schlafen legen oder blockieren. Und dann passieren im Hintergrund diese ganzen IO-Aktivitäten, aber kein Prozess ist aktiv. Ne? Weil die CPU-lastigen sind ja gerade nicht da. Ja? Es ist gerade das Praktische, wenn Sie eine gute Mischung aus CPU-lastigen und IO-lastigen haben, dass die sich schön ergänzen. Weil in die Lücken, die in der Verarbeitung bei den IO-lastigen Prozessen entstehen. In diese Lücken können Sie die CPU-lastigen reinschieben und dann ist immer was zu tun. Ja? Die CPU ist immer aktiv mit irgendwas und Wartezeiten sind kurz und so weiter. Ja, dann Aufgabe 8 zu virtuellen Adressen. Das ist wieder so eine Standard-Rechenaufgabe. Da kann man aber relativ schnell durchgehen. Diese Art Aufgabe haben wir uns schon ein paar Mal angeguckt. Seitengröße ist 8 Kilobyte. Ja, das kann man zerlegen als 2 hoch 3 mal 2 hoch 10 Byte, ja, oder 2 hoch 13 Byte. Und wenn Sie wissen, dass es 2 hoch 13 Byte sind, dann wissen Sie, dass für den Offset 13 Bit gebraucht werden. Ja, also 13 Bit für den Offset. Wir haben hier insgesamt 40 Bit. Ja, 13 ist irgendwo, ja, sowas. Das wird der Anteil sein. Das heißt, die Bits von 0 bis 12, die sind für den Offset da. Daraus folgt dann auch, dass die Seitennummer, ja, die braucht halt die restlichen Bit. Wir haben insgesamt 40 Bit, also 40 minus 13. Ja, Bit, das sind 27 Bit. Ja. Und dann ist es so, dass wir mit dreistufigem Paging arbeiten. Und das heißt, wir teilen die 27 noch durch 9, durch 3, ja, und kriegen dann 9 raus. Also 27 durch 3 gleich 9 Bit pro Komponente, ja, oder pro Teil. Das heißt, diese 27 Bit hier auf der linken Seite, die sind nochmal in drei Teile aufgeteilt, die gleich groß sind. Und jeder davon ist 9 Bit breit. Also hier geht es von 13 bis 12 plus 9 ist 21. 21 plus 9 ist 30.
das hier ist die 22, das ist die 31. Ja, und dann haben wir hier Stufe 1, ja, hier Stufe 2 und hier Stufe 3 der Seitennummer. Ja. Und jetzt sollten noch ausgerechnet werden, wie viele Tabellen es gibt und wie groß die Tabellen sind. Ja, also zur Anzahl der Tabellen auf Stufe 1, also die äußere, das ist sozusagen der Teil, den Sie direkt hinschreiben können, ist immer 1. Ja, es gibt immer nur eine äußere Tabelle für jeden Prozess. Stufe 2, da geht es also hier um die mittleren. Und da muss man eben überlegen, naja, wie viele Einträge haben wir denn in der äußeren Tabelle gehabt? Die sind ja 9 Bit. Ja? Die 9 Bit können jeweils 0 oder 1 sein. Das heißt, es gibt 2 hoch 9 Möglichkeiten, was da für eine Bit-Kombination drinsteht. Also gibt es 2 hoch 9 Einträge in der äußeren Tabelle. Jeder Eintrag zeigt auf so eine mittlere Tabelle. Also muss es davon 2 hoch 9 Stück geben, ja? Maximal. Also 2 hoch 9. Ja, falls es hier schlecht sichtbar ist, mache ich es mal in Code-Notation. Ja, 2 hoch 9. Und in Stufe 3 multipliziert sich das nochmal mit 2 hoch 9. Ja, weil es gibt jetzt 2 hoch 9 mittlere Tabellen. Jede davon enthält 2 hoch 9 Verweise auf Tabellen der dritten Stufe. Also sind es 2 hoch 9 mal 2 hoch 9. Ja, 2 hoch 9 mal 2 hoch 9 ist 2 hoch 18. Ja, 2 hoch 18. Okay, das ist die Anzahl und die Größe ist immer gleich. Die Größe wird berechnet als Anzahl der Einträge. Ja, Anzahl Einträge mal Anzahl der Einträge mal Größe eines Eintrags. Ja, und die Anzahl der Einträge, das wissen wir ja schon, das ist 2 hoch 9. Und die Größe eines Eintrags ist vorgegeben. Hier steht, Seitentabelleneinträge sind 8 Byte lang. Ja, also ist das 8 Byte. Ja, das kann man jetzt noch umrechnen, wenn man will. Man kann es auch so stehen lassen. Ja, das ist 2 hoch 9 mal 2 hoch 3 Byte oder 2 hoch 12 Byte, ja, oder 4 Kilobyte. Ja, und damit sind Sie auch durch die Art Aufgabe durch. Dann haben wir die Geschichte mit den Deadlocks. Und zwar mit dem Ressourcenzuordnungsgraph. Ja, und das ist ja auch wieder was, wo Sie einfach schön die Bildchen hinmalen können. Ich erinnere nochmal daran, wie in dem Skript bei einer Beispielaufgabe das beschrieben war, dass es in der Regel keine gute Idee ist, einfach die Prozesse und die Ressourcen vorab alle hinzumalen. Ja? Also das, was ich da in der Musterlösung im Skript Ihnen gezeigt hatte, das sah so aus, dass da irgendwie, was haben wir hier, P1, P2, P3, P4, P5 stand und dann unten die Ressourcen R1 bis, wie viele haben wir auch, 5, R2, R3, R4, R5, ja, und dann irgendwie haufenweise Pfeile so in diese Richtung gingen. Und dann so kreuz und quer, ja, und dann, das bringt also in der Regel nicht viel, es sei denn, Sie haben nur 2 Prozesse und 2 Ressourcen oder so, ja, dann können Sie es in der Art machen. Ansonsten wird das so unübersichtlich, dass Sie nachher den Kreis nicht darin entdecken. Deswegen ist der beste Ansatz, dass man einfach, so organisch das irgendwie aufbaut und versucht, die Sachen clever zu platzieren. Und das heißt, man fängt mal an und sagt, wir haben einen Prozess P1 und eine Ressource R1. So, P1 belegt nichts, fordert R1 an. Achten Sie auf die Reihenfolge der, oder auf die Richtung, Orientierung der Pfeile.
Ja, so wird gekennzeichnet, dass hier eine Anforderung stattfindet. Wenn der Pfeil andersrum geht, bedeutet das, die Ressource wurde dem Prozess zugeordnet. In der nächsten Zeile steht P2 belegt R1 und fordert R2 und R4 an. Und dann kann man jetzt sagen, okay, kriegen wir einen neuen Prozess hier rein. Den platzieren wir so, dass ohne, dass man irgendwie überkreuzende Linien hat, ja, wir die Sachen erreichen können. Also hier ist ja nur ein Bezug auf das schon vorhandene R1. Da gibt es schon eine Belegung. Ja, jetzt muss ich ein bisschen hier hochgehen. So, ist es gerade noch sichtbar. Es werden R2 und R4 angefordert. Die sind noch nicht da. Also, ja, ich mache die Kamera ein bisschen höher. Nochmal scharf stellen. So. R2 und R4 werden angefordert. Ja, dann sieht das so aus. Die nächste Zeile sagt, P3 belegt R3, den haben wir noch nicht, und fordert R2 und R4 an. R2 und R4 sind die, die wir hier gerade eingezeichnet haben. Das heißt, wir können das P3 am besten hier unten drunter positionieren und entsprechend die Pfeile richtig rum einzeichnen. Ja, die werden angefordert und belegt ist R3. Ja, das sieht dann so aus. Dann geht es weiter. P4 belegt R2 und fordert R5 an. Das R2 haben wir hier, dann malen wir das P4 an diese Stelle, also P4 belegt R2 und fordert R5 an. Das ist neu, ja, also malen wir das hier unten noch hin. Hier haben wir den Anforderungsfile und die letzte Zeile der Aufgabenstellung sagt, P5 belegt R5 und fordert R3 an. R5 und R3 sind hier nah beieinander, also malen wir das P5 dazwischen. P5 und dann haben wir hier die Zuordnung. P5 belegt R5 und fordert R3 an. Und wenn Sie das Ding jetzt angucken, dann stellen Sie fest, das da ist kein Kreis, ja, weil der lässt sich nicht orientiert durchlaufen, aber hier unten lang, ja, das ist ein Kreis. Das heißt, wir haben einen Deadlock und beteiligt sind daran die Prozesse, die hier in dem Kreis drin sind, also P3, P4 und P5. Ja. Okay, das waren die Aufgaben soweit, wie sie in der alten Probeklausur schon drin waren. Und jetzt haben wir hier ein Beispiel für einen neuen Aufgabentyp, den ich mir erst vor 10 Tagen oder so ausgedacht habe. Und Sie sehen hier ein bisschen Pseudocode. Ja, der Sinn, wenn ich etwas im Pseudocode hinschreibe und nicht als richtiges C-Programm oder sowas, ist in der Regel, dass der Code kürzer, ja, kompakter wird, wenn ich so einen Pseudocode verwenden kann. Also zum Beispiel hier diese Schleife, die über 1, 2, 3, 4 iteriert, die ist im Pseudocode leichter hingeschrieben, als wenn ich, und leichter, intuitiver verständlich, als wenn ich da ein richtiges C-Programm draus mache. Ja. Und das sollte man sich anschauen. Ja. Die Idee ist hier, dass wir eine Vierfachressource haben und dass nie mehr als 4 Threads dazugreifen dürfen. Ja. Das heißt, wir starten ganz viele Threads, die diesen Code irgendwie ausführen, die durch diesen Anforderungsblock durchgehen. Danach findet dann irgendwie ein Zugriff statt. Und am Ende wird es wieder freigegeben. Also das soll praktisch ein Semaphor nachbilden, der auf 4 initialisiert wurde, aber nur mit Hilfe von Mutexen und weiteren Variablen, weil wir hier kein Semaphor haben. Jetzt ist die erste Frage, stellt das Verfahren sicher, dass auch wirklich maximal 4 Threads zugreifen?
Ja? Und wenn Sie sich das angucken und Sie sollen es auch begründen, und hier ist auch schon der Hinweis gegeben, wie man das begründen kann, nämlich indem man überlegt, was passiert, wenn ein fünfter Thread zugreift. Ja, dann schauen wir mal, was passiert. Also am Anfang ist hier das Okay auf False gesetzt. Ja? Und solange etwas nicht okay ist, ja, versuchen wir hier diesen Zugriff, also mit Lock Mutex stellen wir sicher, dass nur wir auf eine Datenstruktur zugreifen können. Und welche Datenstruktur ist das? Das ist diese Struktur verfügbar. Und verfügbar ist initialisiert auf 4x true. Ja, das heißt, die 4 Ressourcen sind alle verfügbar. Und dann gehen wir hier in der Schleife dadurch. Und der erste Thread, ja, der sieht ja, dass alle 4 praktisch noch verfügbar sind. Der guckt jetzt hier in verfügbar 1 rein und sieht da drin den Wert true. Deswegen wird hier dieser innere Code ausgeführt. Verfügbar 1 wird auf false gesetzt. Die Ressourcen-ID wird auf 1. Ach, das sollte hier eigentlich i sein. Sorry. Das muss i sein. Ja. Also wir merken uns hier, welche wir genommen haben. Es spielt aber keine Rolle für den doch hier unten spielt es eine Rolle. Ne? Merken uns, welche wir bekommen haben, setzen OK auf True, damit wird diese Dauerschleife hier oben dann beendet und gehen aus der Schleife raus. Ja? Also das bedeutet, dass das soweit funktioniert. Mit Unlock wird der Mutex noch wieder freigegeben. Ja, das Break, das geht nur aus der Vorschleife raus. Und dann wird hier mit Unlock der Mutex wieder freigegeben und dann ist der Zugriff möglich. Ja? Und im Hinterkopf behalten, dieser erste Thread hat jetzt, der weiß praktisch, dass er die erste Ressource gekriegt hat. Das ist so ein bisschen anders als ein Semaphore, weil jeder Thread genau weiß, welche von den 4 Ressourcen er bekommen hat. So, wenn der zweite, dritte und vierte Thread das machen, dann passiert halt das Gleiche, nur dass hier in der Schleife am Anfang die verfügbar Elemente schon auf false gesetzt sind. Ja, das heißt, der zweite Thread sieht, das verfügbar 1 ist schon weg. Ja, die Ressource 1 ist weg. Und der dritte Thread sieht, die Ressourcen 1 und 2 sind schon weg und so weiter. Aber alle kriegen jeweils 1. Und erst der fünfte Thread, wenn der durch die Schleife geht, dann sind die hier alle auf false. Ja, und damit wird die Schleife komplett durchlaufen, ohne dass das okay auf true gesetzt wird. Der Mutex wird wieder freigegeben, aber weil die Schleifenbedingung noch nicht immer noch erfüllt ist, also das OK ist immer noch auf False, wird es nochmal durchlaufen. Und das passiert immer wieder, solange bis einer von den 4 Threads hier unten eins von den verfügbaren Dingern wieder zurücksetzt auf True. Ja? Also das heißt, das macht es, ja? Das stellt sicher, dass maximal 4 Threads zugreifen können, das ist also okay. Dann ist die Frage, bei B kann es irgendwo zu aktiven Warten kommen und bei C ist die Frage, kann es irgendwo zu passiven Warten kommen? Und da müssen Sie einfach daran erinnern, was bedeutet aktives Warten, was bedeutet passives Warten? Aktives Warten heißt, Sie sind in so einer Endlosschleife, wo Sie immer wieder irgendwie einen Zustand überprüfen. Und das ist natürlich hier diese While-Schleife, ja? Diese äußere While-Schleife, die fragt ja immer wieder nach, ist jetzt eine Ressource verfügbar? Und das wird der Thread wirklich aktiv permanent durchlaufen, bis einer von den anderen Threads eine Ressource zurückgibt. Also es kann aktives Warten geben, und zwar dieser ganze Block Zeile 10 bis 21. Ne? Also Zeile 10 bis 21. Das ist ein großer aktiver Warteblock, wenn okay gleich false ist. Dann ist die Geschichte mit dem passiven Warten. Passives Warten heißt immer, irgendwas legt uns schlafen. Ja? Und dieses passive Warten passiert natürlich da, wo Lock aufgerufen wird. Und zwar entweder hier oder hier. Ja? Sowohl beim Anfordern dieses in Anführungszeichen Semaphors als auch beim Freigeben wird ja jeweils mit dem Mutex sichergestellt, dass diese Verwaltungsaktivität, ja, in das Array verfügbar reinzugucken, dass das nicht von mehreren gleichzeitig gemacht wird.
Weil wenn da mehrere gleichzeitig drauf zugreifen würden, dann wird die Synchronisierung schiefgehen, ne? Dann würde es nicht klappen. Das heißt, an den Stellen findet passives Warten statt, also in den Zeilen 11 und 27. Zeile 11 und Zeile 27. Und das Letzte war jetzt, das Ding zu bewerten. Also erläutern Sie einen Vorteil und einen Nachteil dieses Verfahrens im Vergleich zur Verwendung eines auf 4 initialisierten Semaphors. Ja? Und das ist jetzt im Wesentlichen eine Komponente, die ich in der Form in Klausuren bisher nicht drin hatte. Sie müssen in der Situation, wo Sie sich dieses Programm anschauen, darüber nachdenken, und selber überlegen, ist das eine clevere Lösung oder ist das eine schlechte Lösung? Gibt es vielleicht Situationen, wo das sinnvoll sein kann, sowas zu machen? Oder ist es immer abzulehnen? Oder ist es vielleicht sogar immer besser als die bekannten Sachen? Also Sie sollen sich das anschauen, vergleichen mit dem, was Sie kennen und es beurteilen. Und wie kann so eine Beurteilung aussehen? Also erstmal ist ja die Frage, funktioniert es überhaupt? Das haben wir schon beantwortet in A. Also ja, das ist prinzipiell geeignet. Und damit ist es überhaupt in derselben Kategorie wie ein Semaphor. Und jetzt kann man überlegen, was ist daran gut, was ist daran schlecht. Und der einzige Vorteil, der hier jedenfalls aus meiner Perspektive erkennbar ist, ist, dass wir einen Informationsgewinn haben gegenüber einem Semaphor. Wir wissen nämlich durch dieses Verfahren, und da habe ich leider ja erst jetzt den Fehler in der Aufgabenstellung gesehen, weil wir uns, ja, wir merken uns ja, welche von den 4 Ressourcen zugeteilt wurde. Und das kriegen Sie bei einem Semaphor nicht. Ja, wenn Sie also das klassisch implementieren und dann 4 Threads den Semaphor anfordern lassen, dann kriegen Sie das auch so weit hin, dass halt die ersten 4 durchgelassen werden und der 5. warten muss. Aber diese 4 Threads, die es geschafft haben, die können jetzt nicht sagen, ich bin der Erste, ich bin der Zweite und so weiter, sondern die wissen alle nur, ja, wir haben es geschafft. Ja, wir sind in dem Bereich, wo wir jetzt zugreifen dürfen, irgendwas machen können. Das heißt, sie müssten dann selber, wenn die Ressourcen irgendwie auch durchnummeriert sein sollen und jeder eine bestimmte davon haben soll, dann müssten Sie da auch nochmal ein Verfahren separat laufen lassen, was dann halt sagt, wer hat jetzt die Ressource 1, wer hat die 2, wer hat die 3 und so weiter. Ja, das ist also, wäre ein bisschen frickelig, das umzusetzen. Hier kriegen Sie das geschenkt, ja, weil Sie hier in der Schleife erkennen, welche Ressource Sie verwenden. Aber das wird so stark überschattet von dem Nachteil, dass Sie hier aktives Warten machen, ne? Dass sich die Threads, wenn alle Ressourcen belegt sind, aktiv in der Schleife drehen und Rechenzeit verbrennen, dass man im Normalfall sagen würde, nein, dieses Verfahren soll nicht genutzt werden. Ja, das war's zum Thema Probeklausur. Und jetzt wäre noch Gelegenheit für Sie zu letzten Fragen. Also im Chat sehe ich nichts. Falls irgendjemand gerade dabei ist, eine super lange Frage im Chat zu schreiben, bitte mal kurz das Mikro aufmachen und Halt sagen. Ja, oder ich schreibe noch oder sowas. Weil sonst gehe ich davon aus, dass es keine Fragen mehr gibt. Es ist ja noch ein bisschen hin bis zur Klausur. Das ist ja erst Ende September irgendwann. Ich möchte Sie wirklich ermuntern, während der Vorbereitungsphase, wenn Fragen auftreten und so weiter, die in dem Moodle-Forum zu diskutieren, weil ich da auch mitlese. Ja? Ich gehe davon aus, weil das Forum pra-
praktisch gar nicht oder kaum verwendet wird, dass sie auf irgendeiner anderen Plattform untereinander vernetzt sind. Aber da bin ich halt nicht. Ja? Und damit sehe ich nicht, was da eventuell diskutiert wird. Deswegen, wenn Sie eine potenzielle Rückmeldung von mir haben möchten, dann nutzen Sie das, das Teilnehmerforum und schreiben Sie Fragen da rein. Ja, da, ich sehe das dann und kann dann auch Antworten geben. Und ich werde auf jeden Fall rechtzeitig vor der Online-Klausur nochmal Kontakt aufnehmen mit Ihnen, um Ihnen die Abläufe im Detail mitzuteilen, wie das Ganze funktionieren wird. Ja? Also der grobe Ablauf ist soweit natürlich klar. Sie werden im Kurs, wird es ein, also im Moodle-Kurs, wird es einen neuen Punkt geben, wo Sie die Klausuraufgabe runterladen können. Ja? Und das ist erst, das wird erst freigeschaltet zum Startzeitpunkt der Prüfung. Ja? Und dann laden Sie das runter. Sie können das ausdrucken, müssen es aber nicht zwingend ausdrucken. Sie bearbeiten dann die Aufgabenstellung auf Papier. Ja? Und das Papier wird anschließend, wenn Sie fertig sind mit der Klausur, entweder eingescannt, wenn Sie einen Scanner haben, oder mit dem Handy abfotografiert. Wenn Sie weder einen Scanner noch ein Handy haben, mit dem Sie Bilder aufnehmen können, also kein Smartphone, dann würde ich Sie bitten, mal Kontakt mit mir aufzunehmen, weil ich weiß selber auch noch nicht, was wir dann machen würden. Ich glaube nicht, dass das passiert. Ja, aber wenn es passieren sollte, dann müssten wir das miteinander besprechen. Ja, also wenn Sie ein Notebook mit einer eingebauten Kamera haben, kann die eventuell auch Bilder machen. Das müssten Sie dann aber vorher mal ausprobieren, weil das ist keine Standardfunktion. Ja, also man hat nicht unbedingt ein Programm installiert, mit dem man mit der Webcam Fotos machen kann. Aber das wäre noch eine alternative Möglichkeit. Ja. Ich werde auch noch Informationen dazu rumschicken, mit welchen Apps das besonders gut funktioniert. Ja, wenn Sie die normale Fotofunktion im Smartphone verwenden, dann kriegen Sie so ja, nicht besonders schöne Bilder von dem Papierdokument. Aber wenn Sie zum Beispiel entweder die Dropbox-App oder die Evernote-App haben, das setzt jeweils ein Konto bei dem jeweiligen Dienst voraus. Die haben so Dokument-Fotografierfunktionen, wo die Schieflage automatisch ausgeglichen wird. Ja. Und dann kriegen Sie da etwas bessere Ergebnisse hin und das Ganze wird automatisch auch zu einem PDF zusammengefasst. Ich breche mal hier die Freigabe eben ab, die brauchen wir nicht mehr. Genau. Ja, also das wären zwei Möglichkeiten, das mithilfe einer App ganz gut zu machen. Und dann können Sie in Moodle das erzeugte PDF-Dokument können Sie wieder hochladen. Es kann sein, dass Sie außerdem sowas wie eine Erklärung über selbstständige Bearbeitung unterschreiben müssen oder irgendwo ein Häkchen setzen müssen. Diese Details vom Prozess her, das werde ich alles noch klären und werde das vorher mit Ihnen besprechen, sodass am Prüfungstag Sie genau wissen, was Sie machen. Wäre es, ich weiß nicht, ob Sie vor meiner Online-Klausur noch andere Klausuren haben. Falls meine die erste Klausur ist, die Sie in der Art durchführen, könnte ich Ihnen auch anbieten, dass wir vielleicht eine Woche vorher eine Fake-Klausur machen. Also dass wir das Prozedere einmal durchspielen, dass ich also auch da eine Aufgabe ins Moodle stelle, die aber nicht die richtige Klausur ist, sondern wo nur irgendein Quatsch drin steht und was aber genauso aufgebaut ist. Also zu einem bestimmten Zeitpunkt wird das Zeug freigeschaltet und Sie müssen es runterladen und dann machen. Datenbanken kommt vorher, läuft anders ab. Okay.
Also das wäre was, was Sie vielleicht untereinander auch nochmal diskutieren können oder dann im Forum einfach reinschreiben, ich will das haben. Ja, ist für mich jetzt kein besonders großer Aufwand, aber Ihnen könnte es vielleicht ein bisschen zusätzliche Sicherheit geben, dass Sie wissen, der ganze technische Prozess funktioniert für Sie. Weil ich stelle mir das gruselig vor, dass wenn man am Klausurtag merkt, irgendwas funktioniert nicht, so wie es gedacht ist, und dann schnell irgendwie eine Ausweichlösung herstellen muss, das würde sie nur ablenken von dem Bearbeiten der Aufgabe. Das will ja keiner. Ja, sie sollen, ich meine, eine Prüfung ist immer Stress, aber sie sollen nicht durch das Prozedere noch zusätzlichen Stress haben. Also deswegen, wenn Ihnen das wichtig wäre, auch nur einzelnen von Ihnen, dann geben Sie mir bitte eine entsprechende Rückmeldung, dann biete ich das an. Es müssen ja nicht alle daran teilnehmen, wenn Sie sagen, ich habe da keine Sorgen, dann nehmen Sie nicht daran teil. Aber für die anderen ist es vielleicht sinnvoll. Ja, okay, von Ihnen kommen keine Fragen, das sehe ich. Dann sind wir aus meiner Sicht jetzt erstmal durch. Ja, ich wünsche Ihnen, was kommt da? Abgabezeit und Bearbeitungszeit. Also das Grundsätzliche, also die eine Klausur dauert normal 90 Minuten und Sie kriegen eine zusätzliche Bearbeitungszeit dafür, dass Sie ja dieses Prozedere mit dem Papierhandling und so weiter machen. Aktuell glaube ich, dass ich das so machen werde, dass Sie 120 Minuten Zeit haben. Klausur digital bearbeiten, das heißt mit so einem Stift auf dem Surface schreiben, meinen Sie, für handschriftliche Sachen, ja. Wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht, weil die Original, also selbst wenn Sie es auf Papier machen, die Original-Papierdokumente kriege ich ja so oder so nicht. Ja, und ob das Ganze erst im Nachhinein digitalisiert wird durch Einscannen oder ob Sie es vorab schon digital haben, sollte egal sein. Es kann sein, das muss ich eben noch rausfinden, dass wir an irgendeiner Stelle Ihre Unterschrift brauchen. Aber auch die Unterschrift könnten Sie ja auf einem Surface oder auf einem vergleichbaren Rechner, könnten Sie ja auch mit dem Stift in das digitale Dokument reinmalen. Ja, auch das ist wieder genauso gut wie eine auf Papier gemachte Unterschrift, die Sie anschließend einscannen. Ja, da sehe ich keinen Unterschied. Also da würde ich erstmal sagen, ja. Ob Sie noch einen Schritt weitergehen können und jetzt zum Beispiel nur in einem PDF-Viewer arbeiten und in das PDF-Dokument irgendwie Kommentare einfügen als Antworten, das könnte schwierig werden, weil Sie an einigen Stellen was zeichnen müssen. Ja, also wenn Sie sich an die Aufgabe von eben bei den Deadlocks zum Beispiel erinnern, wo so ein Graph gezeichnet wird, das werden Sie wahrscheinlich nicht hinkriegen, wenn Sie nur irgendwie im Acrobat Reader oder Adobe Reader das Klausurdokument aufmachen und da irgendwie bearbeiten. Ja, aber wenn Sie etwas haben, wo Sie mit dem Stift auf einem Touchscreen schreiben können, wie im Surface, ja, oder irgendein Android-Gerät, ein Android-Tablet oder sowas, das müsste auch gehen. Ja. Sie müssen nur halt genauso dann sicherstellen, dass Sie in der nötigen Zeit dann daraus ein PDF-Dokument generieren können, das Sie dann wieder hochladen können. Ja. Also wenn Sie irgendein obskures, proprietäres Format nachher haben, ich weiß nicht, in welchem Format das Surface zum Beispiel die Sachen dann speichert, was ich ja nicht lesen kann, dann wäre es doof. Ja. Also das Abgabeformat sollte standardmäßig wieder PDF sein oder alternativ eine Reihe von JPEG-Fotos. Ja. Aber von den einzelnen Seiten des Dokuments. Aber lieber ein PDF. Okay. Weitere Fragen noch? Ja, also da sehe ich jetzt nichts mehr. Wie gesagt, wenn noch Fragen auftauchen, nutzen Sie das Forum. Es ist mir lieber, wenn Sie die im Forum stellen, als wenn Sie mir eine E-Mail schreiben, weil viele von den Fragen, die Sie haben werden, werden auch alle anderen haben. Und es ist einfach besser, wenn das im Forum passiert, weil ich dann
allen die Antwort auf Ihre Frage geben kann. Wenn Sie mich direkt anmailen, trotz dieser Bitte, werde ich wahrscheinlich trotzdem im Forum antworten, aber dann halt anonymisiert. Ja? Also dann nehme ich mir Ihre Frage aus der E-Mail raus und beantworte die im Forum dann trotzdem, damit alle die Antwort haben. Okay, dann soll es das von meiner Seite aus in der Veranstaltung gewesen sein. Ich wünsche Ihnen angenehme restliche Wochen in den Veranstaltungen, die Sie noch haben. Dann hoffentlich eine schöne Semesterferienzeit in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, ob Sie in Urlaub fahren können. Es ist ja ein bisschen schon wieder möglich. Also ich hoffe, dass alles gut für Sie läuft. Und dann hören wir in irgendeiner Form das nächste Mal voneinander, wenn wir vielleicht diesen Klausurtestlauf machen. Und ansonsten bei der Klausur. Ich bin am Klausurtermin natürlich auch erreichbar, quasi virtuelle Aufsicht, wo Sie mich aber auch ansprechen können. Wie das nächste Semester läuft, müssen wir mal schauen. Ich gehe im Moment davon aus, dass für die Betriebssysteme 2 hören, dass auch Betriebssysteme 2 digital läuft, also nur online. Das müssen wir sehen, wenn das Semester anfängt. Ja, also bis dahin alles Gute und tschüss.